gut. So. Please don't worry, everything will be okay, yeah? I check the mole, okay? The skin of the mole, so I have to spread the hair a little bit. Und danach schaue ich mir dann die Haare im Einzelnen an, okay? Und aufgrund der Haare können wir sehen, ob es bösartig oder gutartig ist, okay? Und after that, we will cut the hair, not till the skin. Just make it a little bit shorter, and then in 1 week you will come back. Und dann werden wir uns das nochmal anschauen, okay? Okay. So, please hold still. Do not move. Just want to check the skin. So, dir ist bestimmt auch schon aufgefallen, that the hair is very strong and thick. That's not like hair on your scalp, not hair on your head. Das muss aber nichts Schlimmes bedeuten. Sag mir, ob das taub ist. Do you feel that? Okay. Vierfach vergrößert. Desinfizieren, okay. Just wanna make it clean. And around. Einmal drumherum. Dann verreibe es ein bisschen. Sorry, I have to make it. So, muss es ein bisschen kräftiger einreiben. Okay. Ich werde dir eine Injektion geben. You get an injection here, okay? But not in the mole. Just around ein paar von diesen Nadelstichen, okay? Also die Nadel wird nicht direkt in alle drei Hautschichten gelangen, nur in die erste. Okay, we will wait 1 minute. Okay. And then I will touch it und dann sagst du mir, ob du nichts mehr spürst, okay?
Schau einmal. Spürst du das? Ja. Und das? Do you feel that? A little bit. Okay, so then you will get just a few more of the injections. It's no problem. That's very normal. Okay. Ich gebe dir noch mal 5 bis 6 kleine Injektionen. Okay. Just don't move, please. We will wait 20 seconds und dann fühle ich nochmal und erst dann beginnen wir, okay? Also habe keine Angst, alles wird okay. Everything good? Do you feel that? No? No? Auch nicht. Alles taub? Okay. Dann nehme ich ein paar Proben. Just one minute clean. Just clean it a little bit. Mit so einer Speziallösung, okay. Ich gebe ein bisschen drauf. Okay. Du wirst es nicht spüren, aber wenn du einen Druck verspürst, bitte zuck nicht zusammen, sondern please hold still, okay? Just the last time, just here from this side.
etwas Blutstillendes, so that the blood do not coming out. Just a little bit of this and of this. This is Vitamin K. Vitamin K sorgt dafür, dass das Blut gerinnt und so ein Wundverschluss hervorgerufen wird. So, in a few seconds, there will be no blood anymore, okay? So, and when it stops, then I will check the hair and cut it a little bit, okay? Okay, good. So, with a special light, look at the hair quality. Okay. So show me what he. The hair structure now on. Es gibt verschiedene Qualitäten. Man sieht zum Beispiel hier. Vorne sind die Haare etwas dicker. Than behind. Ich denke, dass wir die Haare bis zur Hälfte entfernen, aber auch nicht alle. Just cut a few of the hairs. Just beginning from the middle. And then you come in 1 week and maybe we can cut every hair. But first we have to check the quality of the hair and if it's gefährlich oder nicht. Okay. I will cut it with this tool here that does not hurt, okay? So I just take a few of this hair in front and then check it im Labor und das Ergebnis bekommen wir in ein paar Tagen, okay? Just one hair here and then I think just maybe a little bit more of this. Jetzt brauche ich ein paar Haare von hinten. Just from the back, because they're a little bit different. Okay. Just one more time. Von hinten nochmal.
keeping this hair perfect. Okay. So die Haare, die jetzt ein bisschen verloren gegangen sind, die werde ich einmal rausziehen. Skin, eine Hautanalyse. Okay, just around your face here. Okay, the mole is here, so I want to check diese Umgebung, also nicht genau in und nicht genau umherum, sondern deine Haut, um festzustellen, ob gestreut wurde. Okay. Das ist jetzt noch eine beruhigende Creme auf deiner Haut, überall, auch hier. Wie gesagt, wir machen die Haaranalyse im Labor und die Hautanalyse ebenfalls und rufe sie dann an. Sie kommen, je nachdem wie das Ergebnis ausfällt, müssen sie kommen oder wir verschieben das nochmal auf weitere 7 Tage. Okay, bis dahin, please don't worry, stay relaxed, don't be stressed und machen Sie sich nicht so viele Sorgen, denn die Sorgen, die Sie sich in Ihrem Kopf machen, wirken sich auf Ihren Körper aus, okay? Also, stay healthy, okay? Auf Wiedersehen. Tschüss.